Leute, irgendwo flattern hier Gegner rum und ich habe keine Ahnung wo. Wir müssen es mal auf die Suche machen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask. So, wer will den Stress mit mir? Kann man das einer verraten? Ach, das sind die da oben drauf, oder? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Wo sind denn hier die Gegner? Ich habe keine Ahnung, Leute. Egal, wenn uns keiner angreift, dann lassen wir die Gegner einfach mal Gegner sein. Ich will trotzdem die Truhe haben, die hier drinnen ist. Aber das klappt nicht so einfach, habe ich rausgefunden im letzten Part. Deswegen müssen wir das Ganze halt ein bisschen tricky machen. Und zwar, indem wir da reinfliegen. So, irgendwie so... Oh Gott, nicht so hoch. Uiuiui, viel zu hoch. Viel zu hoch. Nein, nein, nein. Au. Oh, nicht Schaden genommen. Das ist ja schön. So, Moment, wir müssen den in der Mitte, glaube ich, nehmen. Aua, das hat wehgetan diesmal. So, komm. Mann, Link, komm schon. So, genau, den hier. Mit dem sollten wir irgendwie da rüberkommen, hoffe ich zumindest. Komm schon, Link. Oh yeah, geschafft. So, und hier haben wir noch eine Truhe, noch eine Fee. So rum, eine Fee in der Truhe, so rum. Nummer 13. Sehr schön. Ach Leute, haben wir ja schon fast alle. So, es geht nochmal ganz kurz nach oben. Yay! Lass mal ganz kurz gucken. Da haben wir die Dingens hingestellt. Die Statue, genau. Und wir wollen jetzt genau die andere Richtung, weil ich glaube, sonst gab es hier nichts. Oder gab es hier noch irgendwas? Moment. Von wo kommen wir denn? Ich will immer die Karte ausschalten. Oh, da ist noch eine Truhe irgendwo. Moment. Wo ist denn hier noch eine Truhe? Da oben drauf? Fragezeichen? Weil da unten, die haben wir ja schon. Oder da unten? Moment. Mal ganz kurz gucken. Aua. Ah, immer dieser Schmerz. Nee, der muss ganz da oben irgendwo sein. Moment, dann gucken wir doch mal, ob wir diese Truhe noch kriegen. Warum ist da oben noch eine Truhe? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Dann geht's hoch hinauf für uns. Hoch und hoch und vielleicht dahin. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Moment, zack. Und wir müssen erstmal darüber. Ganz darüber. So, und da gucken wir doch einfach mal. Hä, die haben wir doch auch schon. Oh, Moment, Moment. Die Truhe ist auf dieser Ebene. Also hier irgendwo. Hä? Wo ist denn hier noch eine Truhe? Moment, also genau hier quasi. Bloß weiter oben. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt gerade. Da ist ja schon mal nix. Da muss sie ja quasi da oben drüber sein, ne? Aber da ist auch nix. Hä? Okay, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen verwirrt. Wie komme ich an diese Truhe hier dran? Hä? Ja, hier, Leute. Hier müsste normalerweise noch eine Truhe sein. Hier ist aber keine Truhe. Warum ist keine? Moment, mal ganz kurz mal umgucken. Aber den Schalter, der ist schon aktiviert. Ja, der ist schon aktiviert, genau. Da oben die ist schon auf. Dann, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Moment. Sind noch viele Truhen hier. Warum sind so viele Truhen hier noch? Und eine Fee? So, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Aber wo ist denn hier denn auch ein Gegner? Ich brauche mal ganz kurz, glaube ich, hier mein Auge der Wahrheit, damit ich hier mal ein bisschen Wahrheit reinbringe in das ganze Spektakel hier. Also hier ist keine Truhe. Ich sehe auch keine Gegner irgendwo. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Jump, yay! So, ist hier irgendwo ein Gegner? Nee. Ah, das ist... Au! Das ist, glaube ich, der kleine Schlüssel, den ich noch brauche. Ach, da unten drin sind die Gegner. Ach so. Aber Moment, uns fehlt noch ein kleiner Schlüssel. Wo habe ich denn den kleinen Schlüssel übersehen? Ich glaube, irgendwo habe ich einen kleinen Schlüssel übersehen, Leute. Aber wo? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Au, au, nein, 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 nein. Moment, Moment. Bloß jetzt nicht irgendwie Fehler machen. Umgucken ist immer gut. So, da oben haben wir, da ist ein Schalter, der ist aktiviert aber schon. Da haben wir so komische Dinger dran und
Ja, und dann? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Verdammt, ich habe keinen Plan. Ja, wo kriege ich jetzt meinen Schlüssel her? Moment. Moment, Link, lass los. Lass los. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Und dann muss ich da hoch. Moment, mal ganz kurz überlegen. Habe ich da im anderen Raum irgendwas übersehen? Hä? Ja, hier gab es keine Truhen mehr, ne? Ja doch. Hä? Moment, das ist der Ausgang. Moment, ich bin verwirrt. Uns fehlt ein Schlüssel, Leute. Wo finde ich jetzt einen Schlüssel? Da üben drüben kommen wir ja nicht hin. Da ist hier sonst nichts mehr, ne? Ja, dann muss er ja quasi da drin irgendwo sein. Und wir gucken uns doch mal um, Leute. Moment. So. Was haben wir denn hier noch? Diese Gegner hier sind erstmal irrelevant, glaube ich. Ja, die kommen wir, da kommen wir später hin. Die Truhe da drüben haben wir. Da oben die Truhe haben wir auch. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo es noch lang gehen soll. Weil viel mehr gibt es doch hier gar nicht, oder? Hä? Moment, da. Moment, Moment, Moment. Moment. Wie komme ich denn? Komme ich da rein? Da komme ich auch noch rein. Haha. So, hä? Guckst du blöd. Da war ich noch nicht drin. Da ist doch auch noch ein Schalter. Genau, Leute. Ach ja. So, erstmal ein bisschen Rubies holen. Und zwar, indem ich mich catchen lasse. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Und zurück. Das war cool. So, dann ganz schnell den Schalter aktivieren. Aha. Und da ist auch die Truhe dann für unseren Key. Genau. Da habe ich das doch fast übersehen schon hier. Das war dann schon zu einfach irgendwie wieder, damit ich das ganz übersehen habe. So, Typi, nicht nerven. Dankeschön. Moment. Zack. Und Pfeile. Ja, von mir aus. Und der Key. Oh yeah. Jetzt können wir auch da hochgehen. Oh, oh yeah. So, lass uns mal in Ruhe. Ernsthaft. Wow. Autsch, das hat wehgetan. Und jetzt geht's ganz hoch. Ganz hoch hinaus. Und höher. Und höher. Und genau da. Zwischen rein. Yeah. Ah, Leute, klappt doch alles wunderbar. So, hier gab's, glaube ich, nix. Genau. Aber Moment, Leute, um hier rüber zu kommen, müssen wir... Moment, wie war denn das nochmal? So, so... Ja, genau. Wir müssen uns, glaube ich, erst in die... Aua. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen uns... Genau, wir müssen das so machen, dass wir von hier die Lichtpfeile uns ausrüsten. Weil jetzt müssen wir den ganzen Raum hier drehen nochmal. Und zwar im Tempel. Genau, ihr habt schon gesehen vielleicht. Da hinten ist ja noch so ein Teil... Damit kann man das Ganze ja nochmal umdrehen. Yeah. Ah, schön, Leute. Und da kann man mit dem Gorone, glaube ich, rüber. Wenn mich alles täuscht, gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh yeah. So, wir können jetzt zur Hälfte laufen, aber wir laufen einfach mal ganz hinten durch. So. Und dann den ganzen Spaß wieder umdrehen. Oh yeah. Und das war schon das ganze Rätsel. Nicht sehr anspruchsvoll, aber... Naja, kann man machen, einfach mal hier zu drehen. So, das soll jetzt einfach nochmal kommen, so ein Drehrätsel. Genau, nämlich mit den, mit dem Schiebeteil hier, genau. Wir müssen das allererstes mal umdrehen. Moment, wo war das Teil? Hier war das Teil. Und dann darüber, und dann darüber. Ich erinnere mich, Leute. Jawolla, jawolla, jawolla. So, wir können sogar hier Magie holen, falls uns die Magie ausgehen sollte. Das ist auch eigentlich ganz nett gemacht vom Spiel. Und auch Pfeile, dass wir nicht extra zurücklaufen müssen. Nein, hier kriegen wir alles. Hier kriegen wir Magie und Pfeile. Das ist wunderschön. So, jetzt müssen wir das ganze Ding mal Richtung Mitte schieben. So, da. Noch eins und noch eins und... Ja, das war es gar schon so viel. Ja, egal. So, und... Tschoing! Switch the room. So, jetzt darüber, dann darüber. Ah ja, Leute, das ist cool. So. Und Traboom.
Und rabum. Und da kommen die Gegner wieder. Aber erstmal ignorieren. Ja, springe in den Block. Nicht auf den Block. Das ist mein Block. Mein Block, mein Block, mein Block. Und der Schleim ist sein Block. Nein. Hallöchen. Ah, man nervt doch mal jemand anderen, bitte. So, da runter, genau. Und hier sollten wir schon fast richtig sein, genau. Noch eins weiter. Und switch it. Turn the room. Turn it on. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Da hinten... was? Ich bin verwirrt. Moment. Hä? Ach so, genau. Ja doch, stimmt ja. Da wollen wir doch hin. Oder? Da. Moment, da wollen wir hin. Moment, Leute. Da drüben wollen wir hin. Also eins dahin und noch eins dahin. Und einfach gar nicht stören lassen von den Gegnern. Nee, die stören mich überhaupt nicht. Zack. Und das war das letzte Mal, dass wir gedreht haben. Weil jetzt können wir das Ganze auf den Schalter schieben. Und somit haben wir das Rätsel gelöst. Oh yeah. Eins und yeah. Und die Tür öffnet sich auf magische Art und Weise. Oh mein Gott, it's magic. So, gib noch ein paar Pfeile her. Komm schon, wenn du schon mal da bist. Und wir müssen, glaube ich, da drauf sogar. Und von da drauf dann da drüber springen, ne? Genau. So. Ach, guck mal, der gute Freund schon wieder. Hallöchen, ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen, na? Wie geht's, wie steht's? Ach, Leute, ist es nicht schön? Aber das ist alles kein Problem. So, zack. Da müssen wir schon viermal treffen mit den Lichtpfeilen, ist er schon down. Moment, schnell. Moment, da ist er doch schon wieder. Zack. So, jetzt ist Phase 1 schon vorbei, glaube ich. Genau. Und jetzt noch zweimal, dann haben wir eine schon. Und das war das letzte Mal, dass wir den Typ gesehen haben dann. Das ist der letzte Auftritt in diesem Spiel. Haben wir auch oft genug gesehen in dem Let's Play, würde ich sagen. So, zack. So, noch einmal. Wo bist du denn? Kollege? Oh mein Gott! Wow. Nein, ich bin doch ausgewichen. Verdammt. Aua, oh Gott, der macht ja wieder Mega-Pyro-Technik. Zack, das wär's. Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Sehr schön. Leute, und da oben ist die vorletzte Fee. Ist es nicht schön? Es ist so wunderschön. Ah, und ich glaube, für die letzte Fee müssen wir noch einmal umdrehen dann. Und dann haben wir alles. Leute, wir kommen voran, wir kommen voran. Das ist doch gar nicht so schwer, das Templein hier. Nee, nee, nee. Ist alles nicht schwer. Was ist denn da unten? Ah, ein Fanghang. Achso, das ist der Raum. Ich erinnere mich. So, komme ich da diesmal ohne Probleme dran? Yeah, sehr geil. Und die vorletzte Fee für uns. Dankeschön. Geil. Ach, Leute, wir haben alle Feen gefunden. Jetzt noch einmal rumdrehen, letzte Fee holen und alles ist cool. So, hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ghosties. Moment, falsches Item. Ich brauche Pfeile. Na? Na, du Irrlicht? Du Irrlicht, du? Kommst du mal her? Ja. Na, komm doch her. Stell dich doch nicht so dran. Ich kann doch einfach gehen. Ich habe auch kein Problem mit, einfach zu gehen. Ach, komm schon. Vieh. Stell dich nicht so dran. Stell dich nicht so dran. Na komm. Na komm. Zack, ein Schlag und das war's schon. Da können wir sogar einsammeln, aber das bringt uns einfach mal gar nichts. So, da sollten eigentlich noch mehr sein. Da oben. Okay, da kommen wir nicht dran. Dann erstmal drauf geschissen, ganz ehrlich. Dann wollen wir erstmal darüber schweiben. Schwabern. Zack. Und da mal gucken, dass uns die Geister hoffentlich nicht abfangen und runterschmeißen, weil unter uns ist der Himmel. So, da haben wir noch einen und da haben wir noch einen. Moment. Moment, was tue ich hier gerade? Na, kann ich dich treffen?
Ja, okay, einen haben wir schon getroffen. Sehr schön. So, den letzten kalt machen, dann geht uns keiner mehr auf den Nerv hier. Sehr geil. So, Leute, bevor wir durch die Tür gehen, geradeaus, gibt's hier noch einen kleinen geheimen Secret Way. Wenn man auf die Karte mal guckt, dann sieht man ja, dass es da oben auch noch lang geht. Oh yeah. Weil hier gibt's noch eine ganz wichtige Sache, nämlich einen kleinen Key. Den brauchen wir natürlich auch noch. Aber Leute, Moment. Erst haben wir hier ein paar spezielle Gegner, die es glaube ich auch nur hier in dem Tempel gibt. Und zwar sind das welche, die wollen uns ein bisschen Blatt mampfen, stampfen. Und zwar passt auf. Und yeah. Aber wir können die ganze umdrehen. So, zack. Und, Moment. Das war schon richtig. Das war doch schon richtig. So, rumdrehen und jetzt auf den Kopf fliegen lassen. Moment. Und zack und tot. Bäm. So, komm her, du Vieh. Und einmal bitte umdrehen und einmal bitte runterkommen. Bitteschön, komm runter. Und, hey, was ist los mit dir? Nicht wieder umkehren. So, zack, und jetzt wieder auf mich drauf. Komm schon. Du willst es doch auch. Bäm. Bäm. Guck mal, was der schöne blaue Augenlink hat. Das ist so wunderschön. Wo gab's denn die Truhe? Hier, ne? Ne, hier natürlich. Da hinten auf der Karte ist doch eingezeichnet. Ich Depp. Wo zur Hölle laufe ich gerade rum? Ich muss doch da hinten hin. So, den Typ lasse ich einfach mal beiseite. Oh, okay. Oder auch doch nicht. Oder auch doch nicht. Moment. Eieiei, jetzt wollen sie aber hier. Jetzt machen sie ernst. So, zack. Nummer 1. Zack, Nummer 2. Zack. Und du kommst auch nochmal her. Komm. Oder auch nicht. Wie war denn das nochmal? Muss ich alle platt machen, damit ich da drankomme? Na komm schon. Au, ah! Feuerwand, verdammt. Na komm schon. So, jetzt aber, jawolla! Auch wenn er mich runtergeschmissen hat, aber es hat geklappt. Okay, ich muss hier noch irgendwas aktivieren anscheinend. Ist da noch irgendwo ein Schalter? Ach, hier ist noch ein Schalter. Und kommt, der geht auch wieder hoch. Von daher werden wir ganz schnell mal wieder unser schönes Musikstückchen spielen. Oh. Hey, Moment. Oh yeah, ich kann die Mucke immer noch auswendig. Ach Leute, dieser Tempel klappt so reibungslos, finde ich. Ich habe mir echt gedacht, damit ich hier mehr rumfaile und mehr rumirre. Aber das geht alles relativ easy von der Hand bis jetzt. Finde ich cool. Also bitte mal einen kleinen Key für mich. Vielen lieben Dank. Yeah. So, und jetzt können wir zurückgehen, weil da war ja noch eine Tür. Und da wollen wir hin. Moment. So. Und yeah. Und hier sollte sogar, glaube ich... Ah, ne, dauert noch ein Raum. Das könnte man noch packen von der Zeit her. So, wir machen erstmal die Dinger kaputt hier. Okay, eins hat überlebt. Naja, egal, hat alles überlebt. Ach, da müssen wir auch noch hin. Moment. Das ist der Ausgang, ne? Ja, Leute, Moment. Das machen wir jetzt gleich. Und zwar den umdrehen. Moment. So. Eieiei. Mit Anvisierung. Oh yeah, das war geil. Und Bams. So, Moment. Die Magie nehme ich mit. Und zwar den Schalter aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die lässt unsere letzte Fee erscheinen. Da oben dort ist unsere letzte Fee drin. Und auch eine sehr wichtige Truhe, weil mit dieser Truhe kommen wir da hoch. Und da oben geht es dann Richtung Endboss. Oh yeah. Aber das machen wir erst später. Wir müssen erstmal wieder zurück, weil wir haben noch ein paar Sachen zu holen, wie zum Beispiel den Master Key. Der ist ja auch ganz wichtig. So, dann mal ganz schnell wieder die Dinger kaputt schießen und erstmal vorbeischießen. So, zack. Und verwandeln und dann geht's loso. Ach, das ist so schön. Da oben ist auch noch eine Truhe. Die kriegen wir aber später erst. Die ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, Leute. Ach, ich freue mich, Leute. Wir kommen langsam aber sicher schon am Ende des Tempels hier gerade an. So lange geht's nicht mehr. Jetzt kommt noch dieser Zwischenboss, der den Key bewacht.
Und dann noch einmal umdrehen, die Fee holen und dann geht's schon Richtung Endboss. Und davor kriegen wir sogar noch ein ganz, ganz cooles Item. Oder was heißt Item? Es ist kein Item, es ist eine... Es fängt mit M an und hört mit Aske auf. Ja, ja. Aber Leute, erstmal, hier ist auch ein cooler Spot zum Geldfarmen, Leute. Passt mal auf. Und zwar kriegt man hier Geld, wenn man diese Viecher mit dem Lichtpfeil abballert, gibt's immer 50 Rubine. Ist das cool oder ist das cool? Na? Leute, aber ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute mit dem Part. Im nächsten Part machen wir den Zwischenboss-Blatt, holen uns den Master Key, die letzte Fee, die letzte Maske ist es noch nicht, aber eine Maske. Und mal gucken, dann geht's Richtung Endboss. Ich bin gespannt, Leute. Und schon noch ein bisschen Geld. Haha. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschaußen.